Heute stelle ich dir vier Bücher vor, die im letzten und diesem Jahr mein Leben sehr stark positiv beeinflusst haben. Es sind sehr powervolle Bücher und ich wollte sie unbedingt mit dir teilen. Zwei davon sind über Gesundheit und Ernährung und die anderen zwei über mentale Stärke und unterbewusste Einstellungen. Beide sehr spannende Themen, finde ich. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Victoria, Health Coach, seit 2013 Rohkostenthusiastin und Bloggerin auf rockzotic.com, wo ich über Rohkosternährung, Fitness und chemiefreie Pflege schreibe. Die ganzen Infos zu mir, meinem Coaching und meinen E-Books findest du in der Beschreibung. Das erste Buch ist von Anthony William, Heile deine Leber. In diesem Buch erzählt Anthony William die Wahrheit über chronische Erschöpfung, Gewichtsprobleme, Hautprobleme, Diabetes und Autoimmunkrankheiten. Anthony William, der weltbekannte Medical Medium, empfängt dank seiner Gabe Informationen über Krankheitssymptome und Heilung und verrät seinen Detox-Masterplan für die Leber, Heilfood-Lebensmittel und Rezepte zugeschnitten für jeweilige Krankheit. Anthony William hat die berühmte Selleriesaftbewegung ausgelöst. Seit über 25 Jahren widmet er sein Leben der Aufgabe, die Menschen ganzheitlich von Krankheiten zu heilen. Sein Wissen aus der geistigen Welt ist der modernen Schulmedizin um viele Jahre voraus. Ich persönlich vertraue dem Wissen von Anthony William. Für mich hat sich das sofort richtig angefühlt. Ich komme aus Sibirien und wir haben da sehr viele energetisch starke Menschen, Schamane und Heiler. Und für mich ist das kein Hokuspokus, wenn ein Mensch mehr sieht oder spürt als normale Menschen. Und ja, muss natürlich ein Mensch sein, der wirklich heilt und wirklich energetisch stark ist. Und ich vertraue eher so einem Mensch als einem Schulmediziner, der nur Symptome mit Medikamenten behandelt. Dieses Buch hat mir wirklich die Augen geöffnet, vor allem auf Gewichtsverlust, Hautgesundheit und die Leber selbst. Viele Gesundheitsprobleme, die wir haben, kommen davon, dass die Leber überlastet ist. Dabei ist es für Gesundheit zwingend, dass unser wichtigstes Entgiftungsorgan, die Leber, optimal funktioniert. Denn es bindet und verarbeitet die ganzen Schadstoffe, die wir über Nahrung und Umwelt aufnehmen und sorgt dafür, dass die Viren und Toxine nicht in unser Blut gelangen. Ist die Leber geschädigt oder überlastet, dann bekommen wir Probleme wie zum Beispiel Gewichtszunahme, Psoriasis, Ekzeme und Akne, Reizdarm, Erschöpfung, Depressionen, vorzeitige Alterung und viele andere. Das zweite Buch ist von Ulrike Eder, Die neue Welt des Essens. Dieses Buch ist die Bibel für alle, die mehr Rohkost in ihr Leben integrieren wollen oder sogar komplett auf Rohkost umsteigen wollen. Das Buch wurde erstmal als Praxishandbuch geplant für die Ausbildungsteilnehmer zum Ernährungsberater mit Schwerpunkt Rohkost, was ich jetzt gerade mache, und wurde durch große Nachfrage an die Öffentlichkeit gebracht. Dieses Buch beantwortet die Frage, welche Lebensweise kann Gesundheit und Glück in dein Leben bringen und hilft dir Schritt für Schritt diese Lebensweise zu lernen und in dein Leben zu integrieren. Du lernst, die roh vegane Ernährung im Alltag umzusetzen und das Buch zeigt dir, dass es auch unkompliziert sein kann. Der Haken liegt daran, dass die neuen Abläufe aufwendig erscheinen, weil sie ungewohnt sind. Aber mit dem Wissen, Geduld und Spaß werden die bald ganz automatisch von der Hand gehen. Die Belohnung ist ein gesunder Lifestyle mit Maximum an Vitalstoffen, Energie, schöner Haut, klarem Bewusstsein und einem leichten, straffen Körper. Viele Menschen, wenn sie an Rohkosternährung denken, denken sofort als erstes an Verzicht. Die Rohkosternährung, wie Ulrike sie versteht, ist eine natürliche, frische, gesunde Ernährung mit Freude und Genuss. So verstehe ich sie übrigens auch. Also in diesem Buch findest du Schritt für Schritt Anleitung für Rohkosternährung, ein Ernährungstagebuch, Nährstoffpyramide, ganz viele wertvolle Tipps und Ideen und natürlich schnelle und leckere Kokosrezepte. Das dritte Buch ist von Eva-Maria Zuchhorst, Liebe kann alles.
In diesem Buch geht es nicht um Ernährung und ich finde, dass ein glückliches, gesundes, erfülltes Leben nicht nur gesunde Ernährung beinhaltet. Klar, ich bin sehr glücklich über meinen schlanken, starken Körper, aber ich bin auch von der Bewusstseinserweiterung fasziniert, die durch rohköstliche, natürliche Ernährung passiert. Dieses Buch kann dir helfen, das Leben deiner Träume zu manifestieren durch Achtsamkeit und Vorstellungskraft. Ich habe schon einige Träume dadurch erreicht, zum Beispiel meine Traumwohnung, und ich weiß, dass es funktioniert. Dieses Buch hat mich auch echt gerettet nach einer toxischen Beziehung. Ich habe durch die Techniken in diesem Buch gelernt, von dem Schmerz nicht wegzulaufen oder mich nicht abzulenken, sondern da zu sitzen und diesen Schmerz zu spüren. Und dann habe ich gemerkt, dass der Schmerz nach dieser Meditation einfach weg ist. Also war das eine powervolle Entdeckung und ich bin durch dieses Buch echt, also durch Praktiken, die ich mit diesem Buch gemacht habe, echt gewachsen. Ich kann das jeder Frau empfehlen. Das Buch kann dir helfen zu verstehen, wie viele Möglichkeiten du hast und wie viel Macht du hast. Es ist ein ganzes Transformationsprogramm. Dieses Buch ist allerdings speziell für Frauen geschrieben und falls Männer dieses Video anschauen und wollen auch diese Erfahrung machen, ich kann das Buch von Joe Dispenza, das neue Ich, empfehlen. Dieses Buch basiert eigentlich auf dem Buch von Joe Dispenza und ich habe es auch gelesen bzw. als Audio angehört mehrmals. Und das ist auch eins der powervollsten Bücher. Ich werde euch alles in der Beschreibung verlinken. Und das vierte Buch ist von Stefanie Stahl, Das Kind in dir muss Heimat finden. Dieses Buch klingt nach sehr viel inneren Arbeit, ist es auch, aber es lohnt sich. Als ich angefangen habe, dieses Buch zu lesen, habe ich festgestellt, wie weit entfernt ich von mir selbst war und wie durcheinander meine ganzen Glaubenssätze aus meiner Kindheit sind. Und genau diese Glaubenssätze beeinflussen uns am meisten, ob es um Geld geht, Beziehungen oder unsere Meinung über uns selbst, unsere Möglichkeiten und Begabungen. Wenn man die Aufgaben macht aus diesem Buch, muss man dann so ein Schattenkind malen und dann alles rausholen, was an negativen Glaubenssätzen du aus der Kindheit hast und das Ganze in ein System ordnen. Dann bekommst du echt einen Überblick, was da alles in dir steckt und was dich alles beeinflusst im täglichen Leben. Und danach muss man so ein positives Sonnenkind malen und dann positive Glaubenssätze erarbeiten. Und das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber die Ergebnisse sind echt stark. Ich bin echt ein anderer Mensch geworden. Ich schätze mich mehr, ich kenne meine Grenzen und ich bin viel bewusster und achtsamer mit meinen Gedanken geworden und ich lasse mich auch nicht so schnell manipulieren. Ich bekomme echt Gänsehaut, was diese ganzen Bücher alles bewirkt haben, aber es ist schon etwas Arbeit. Also wenn du bereit bist, die Arbeit zu tun, dann ist das Buch und die anderen Bücher ein Must-Read. Das waren die vier Bücher, die mein Leben im letzten und diesen Jahr sehr stark und positiv beeinflusst haben und die ich dir gerne empfehlen möchte. Wenn du auch ein tolles Buch gelesen hast, was dein Leben positiv beeinflusst hat und verändert hat, dann schreib gerne einen Kommentar. Ich bin gespannt und freue mich über neue Inspirationen. Und wenn dir mein Video gefallen hat, unterstütze mich mit einem Like und abonniere meinen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und wir sehen uns im nächsten Video.